Oft wird in ländlichen Räumen zur Fortbewegung das Auto gewählt. Doch wie können andere Formen der Mobilität gestärkt werden? In Rothenburg an der Fulda wird dafür die Innenstadt nachhaltig umgestaltet. Dort, wo vormals Autos fuhren und der Rad- und Fußverkehr an die Seiten gedrängt wurde, bewegt sich dieser nun selbstsicher in der Mitte der Straßen und Wege. So kann auch ein Kaffee ohne Verkehrslärm genossen werden. Durch die Erhöhung des innerstädtischen Bustaktes können die Bewohnerinnen und Bewohner aus den umliegenden Stadtteilen die Innenstadt nun planbar erreichen. Mit der Umgestaltung des Fulda-Ufers wird die aktive Mobilität verbessert. Der neue Platz lädt außerdem zum Spazieren und Entspannen ein. Der überörtliche Radverkehr wird sicherer und Radfahrerinnen und Radfahrer gelangen nun barrierearm durch und nach Rothenburg. Die bessere Beleuchtung des Schlossparks schafft einen sicheren Schulweg abseits der Hauptstraßen und eine ganzjährig nutzbare Radroute. Die verschiedenen Maßnahmen gehen Hand in Hand, um ein neues Mobilitätsverhalten herbeizuführen. Die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rothenburg an der Fulda MbH, kurz MER, ist eine 100% Tochter der Stadt und wurde 2016 gegründet. Inhaltlich sind wir verantwortlich für die Bereiche Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Veranstaltung und Tourismus. Das sind die aktuellen Kernthemen. Und wir machen fast alles, was so eine Verwaltung eigentlich gar nicht leisten kann. Man wollte einfach das Thema Stadtmarketing und Stadtentwicklung in professionelle Hände geben und das professionell aufstellen. So viel Weitsicht sollte belohnt werden. Der Meinung ist auch das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung und zeichnete das Projekt im Rahmen des Wettbewerbs Gemeinsam aktiv, mobil in ländlichen Räumen aus.